Ich will mich nicht drücken, ich lasse die Reihe mit der Landmann weitergeben. Es zeigt sich immer wieder, dass wir einen Mangel noch stärker kompensieren müssen. Der Mangel besteht darin, mit Praktikern auf bestimmten Tätigkeitsfeldern, die also in unserem Praxisfeld tätig sind, noch stärker als Philosophen, wie sie ja auch sind, ins Gespräch zu kommen. Weil die Kolleginnen und Kollegen, nicht nur aus diesem, sondern wir hatten voriges Wochenende eine Tagung über, was ist das Humanistische in den humanistischen Kindertagesstätten, zeigt sich, dass nur aus den Erfahrungen heraus, die Leute dort machen, indem sie mit Kindern oder Alten oder wie auch immer umgehen, ihre Erfahrungen artikulieren, aber nun nicht die gelernten Philosophen sind oder Kulturwissenschaftler oder was auch immer, und das dann zusammenfassen auf eine Abstraktionsebene bringen, die man dann in einem Buch publiziert. Aber das ist der wesentliche Punkt ist für mich der, die das machen, zu befragen, weil nur sie auch auf die neuen Fragen stoßen, über die Theoretiker vielleicht nur über andere Bücher stoßen. Zweiter Punkt, der mir aufgefallen ist, auf dem ersten Teil unserer Tagung, morgen geht es ja mit den Kids weiter, dass wir noch zu häufig von also nicht genauer nachfragen, von welchen sozialen Gruppen, welchen Alters, welcher Generation wir reden. Also die Seniorenethik, inwiefern trifft das welche Gruppen von Senioren? Gibt es besondere Senioren Ost, besondere Senioren West? Gibt es da spezifische Erfahrungsunterschiede, die auch unterschiedliche ethische Erfahrungen und vielleicht auch unterschiedliche Antworten nötig machen? Türkische Senioren. Ja. Ja. Ja, genau. Das ist sicher richtig und ist generell ein Mangel. Da aber die Konfessionsfreien und ihre Organisation eigentlich fast nichts haben, wo sie ihre Erfahrungen austauschen, nutzen wir dann gern die Räume hier, um sozusagen mit anders denken und anders glauben über unsere Angelegenheiten auch zu reden. Dass die Muslime dabei insbesondere zu kurz kommen, liegt auch an den zu kurzen Armen, die wir hier haben. Also es ist nicht gelungen, zum Beispiel mit der muslimischen Akademie, was für andere Veranstaltungen geplant war, in einen Dialogkontakt zu kommen. Sie wissen ja sicher, dass der Senat, der Kultursenator von Berlin, der gleichzeitig der regierende Bürgermeister ist, der muslimischen Akademie gerade, ich rechne mal zusammen, 5,5 Millionen Euro hat zukommen lassen für ihre Tätigkeit. 2 Jahre zurück, 2 Jahre vor, die Humanistische Akademie Berlin kriegt 6.000 im Jahr und macht da eigentlich einen ziemlichen Zauber. Die Senioren, also bei Herrn Klump war das Auffällige, wo wir hätten auch vielleicht mehr Zeit noch einplanen müssen für die Debatte, über die Schnelligkeit, mit der aus Geschäftsinteressen heraus auf soziale Gruppen und ihre Bedürfnisse reagiert wird. Also wenn die feststellen, die Regale sind zu hoch und sie wollen da was verkaufen, dann sagen ihnen die Seniorenorganisation, na dann müsst ihr das so und so machen. Und das verstehen die dann auch und dann tun die ganz gut. Und wir werden das sicher auch noch erleben, wenn ich irgendwelchen baupolizeilichen Sachen dagegen sprechen, dass sie da Stühle hinstellen, die Kaufhalle. Aber ich vermute, da setzen sich die hin, in den, die sonst draußen stehen und die Flasche. Das weiß man nie. Bei Gitas Neumanns Vortrag war für mich die ergreifendste Stelle die Mitteilung,
dass der da ins Hospiz oder die ins Hospiz einlieferte, nach 14 Tagen noch nicht tot ist und da wieder nach Hause geschickt wurde. Das habe ich bei mir unter Datensammeln registriert. Also wir haben wahrscheinlich insgesamt zu wenig harte Fakten über das Funktionieren bestimmter, ob uns interessierter und von uns zu bewertender Institution. Letzte Bemerkung, bevor ich das Wort weitergebe. Es ist ein Vorzug unserer Tagung hier, dass wir immer eine Vielzahl von Referenten aus anderen Gegenden und anderen auch weltanschaulichen oder religiösen Zusammenhängen einladen. Diesmal haben wir das etwas anders gemacht und alle Beteiligten haben ja festgestellt, dass es auch wieder mal nötig war, zu reflektieren unter uns, die wir da getrennt werkeln und feststellen, etwa beim Thema Spiritualität, was da vielleicht offen und problematisch sein könnte. Also es wird klar, bei der nächsten Veranstaltung wird es wieder bunter, aber ich habe es diesmal auch als ein Vorzug erlebt, sozusagen mal wieder die inneren Widersprüche und inneren Problematiken wahrzunehmen. Ja, also ich fand die Auswahl der Referate sehr gelungen. Ich möchte dir, lieber Horst, dafür danken. Also da waren ja kaum Überschneidungen. Es waren wirklich vier unterschiedliche Perspektiven. Für mich persönlich bleibt jetzt hier eine Baustelle erstmal übrig. Wenn man die sichtet, der Jochen Karl hat es ja eben angesprochen, wir werden dann im Mai auf diesen nordelbischen Hospiztagen, drei Tage, die weltlich-humanistische Spiritualität, wir brauchen den Begriff nicht verwenden, aber dazu sind wir eingeladen, dort auch einen Workshop zu machen. In der Vorbereitung jetzt meines Referates ist mir klar geworden, dass es wirklich sehr zweischneidig ist, wenn man so will, wenn man jetzt noch einen weiteren nimmt, sogar dreischneidig. Erstmal zweischneidig, die Kirchen konnten gar nicht anders, als auf die seelsorgerische Begleitung zu verzichten und mussten eigentlich jetzt den Spiritualitätsbegriff da ins Spiel bringen. Ich glaube, das ist eine kritische Reflexion, die wir auch mit im Auge haben müssen. Wir müssen die politische Dimension, die Finanzierungsdimension und dann aber auch unsere eigene weltanschauliche Dimension da in ein Gleichgewicht bringen, ohne eingleisig zu sagen, wir wissen jetzt, was Spiritualität ist oder das kommt jetzt gar nicht in Frage. Also da kommt einiges an Herausforderungen auf uns zu. Das ist ein schönes geisteswissenschaftliches Thema, was uns, glaube ich, gut zu Gesicht steht. Die zweite Herausforderung, man möge mir es verzeihen, dass ich jetzt darauf fokussiere, ist für mich schon der Umgang mit Alterssuizid. Also wir müssen uns ja auch vielleicht verdeutlichen, dass im Koalitionspapier der jetzigen Regierung steht, dass es eine gesetzliche Regelung der gewerbsmäßigen Suizidhilfe ergeben soll. Was das ist, wie wir uns dazu positionieren, sind wir dafür, dass es überhaupt ein Gesetz gibt, was soll verboten werden, was soll stattdessen erlaubt werden, vielleicht auch noch mit Auswirkungen auf unsere eigene Praxis. Also da sehe ich so die zweite Baustelle. Ich brauche jetzt nicht noch Schlüsselsagen für unsere Veranstaltung. Sie haben das Wort. Wird verboten, in die Schweiz zu fahren zu diesem Zweck. Könnten ja Leute davon profitieren. Hansring, schaltest du bitte? Ja. Das wurde nicht ein. Ich wollte nicht großartig das Wort ergreifen, sondern nur eine kleine Anmerkung zu den Verboten, die eventuell kommen. Da wird dann verboten, dass die Leute in die Schweiz reisen, wenn sie sterben wollen, weil sie hier keine Möglichkeit finden. Weil man den Herrn Minelli und seiner Organisation unterstellt, die wollen sich bereichern.
dann machen wir hier irgendwas. Also, uns fällt immer was ein. Da war noch eine Meldung.